Die einen spritzen's, die anderen schlucken's. Dopingmittel sind längst nicht mehr nur für Spitzensportler reserviert. Anabolika sind längst im Alltag angekommen. Nicht nur die Mini-Machos aus der Muckibude. Hunderttausende pfeifen auf Gesundheit und runde Nebenwirkungen und wollen schneller an den perfekten Body kommen. Volksdoping. Kann ich auch noch mal eben hier zeigen. Guck mal, so habe ich damals angefangen. Da war ich so in eurem Alter. 18 oder? Ja, da war ich 18, 19, so war ich gerade. Und dann habe ich meine ersten Anabolika dann zu mir genommen. Und dann habe ich so ausgesehen. Und dann noch mal so anderthalb bis zwei Jahre später habe ich dann so ausgesehen. Wow. Genau wie ich jetzt. Dadurch habe ich meine ganzen Gelenke ja auch kaputt gemacht. Wenn ich auch Anabolika genommen habe, dann kannst du ja noch mehr drücken und noch mehr. Du merkst ja die Schmerzgrenze ja gar nicht mehr. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass ich in den Brustdrüsen, dass ich da Schmerzen immer mehr kriege und dass ich immer weiblicher wurde. Und dann habe ich nachher, ist mir nachher so eine Brust gewachsen. Jörg Börjesson hat jahrelang Anabolika konsumiert. Das hat ihn fast das Leben gekostet. Seitdem versucht er, vor den Gefahren zu warnen und rechtzeitig aufzuklären. Heute besucht er ein Jugendzentrum im Kölner Norden. Es besorgt ihn, dass immer mehr Jugendliche zu Anabolika greifen, seit die Dealer gerade sie als Zielgruppe entdeckt haben. Der Reiz, schnell einen muskulösen Körper zu bekommen, ist bei den Jungen besonders groß. Ja, da sind 13-, 14-, 15-Jährige dabei. Ne? Die versuchen natürlich, sich über den Körper zu definieren, weil man vielleicht so ein Selbstvertrauen noch gar nicht aufbauen konnte, um sich verbal in der Gesellschaft oder innerhalb der Cliquen sich einzupassen. Da sind viele dabei, die sagen, wer den dicksten Arm hat, hat am meisten zu sagen. Ne? Und das ist natürlich auch eine Quälerei und man muss sich natürlich auch mit dieser Sportart beschäftigen. Aber das wollen eben viele nicht, das dauert einfach zu lange und deswegen versucht man eben diese pharmakologische Abkürzung zu nehmen. 7 Millionen Menschen besuchen in Deutschland regelmäßig ein Fitnessstudio. Viele trainieren sauber, doch für andere scheint es keine Grenzen zu geben. Was bei Spitzensportlern üblich ist, ist nun im Freizeit- und Breitensport zum Massenphänomen geworden. Anabolika zum Muskelwachstum über jede natürliche Grenze hinaus. Offen darüber sprechen will niemand. Sie soll nicht getrübt werden, die Illusion vom natürlich schönen Körper. Ja, die Sucht nach dem maximalen Körper geht ja auch einher mit der Sucht nach dem maximalen Gefühl, was man damit hat. Ich bin mir über die Nebenwirkungen schon bewusst gewesen, habe die aber in Kauf genommen. Man ist massiger, man fühlt sich massiger. Das Training geht viel, viel einfacher von der Hand. Man ist stärker, man fühlt sich viel energiegeladener. Auch wenn es sicherlich nur mit chemischen Hilfsmitteln passiert und nicht auf natürlichem Wege. Aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl. Also, wenn ich mein Sportspiel sehe, dann würde ich sagen, dass mindestens 40% aus meinem Studio diese Anaboliken nehmen. Vor einem Fitnessstudio in Köln treffen wir einige Sportler. Fast für jeden hier waren Anabolika schon einmal Thema. Ja, Angebote habe ich schon mal bekommen. Also es hieß, ich krieg die billiger, wenn du willst, kann ich die besorgen und so. An jeder Ecke kriegt man das. Aber selber habe ich das noch nicht benutzt, ja. Kommt vielleicht. Zu teuer oder? Ne, 4 Euro eine Ampulle ist eigentlich billig, aber zu viel Nebenwirkungen. Muskeln um jeden Preis? Eine Studie der Uniklinik Lübeck hat ergeben, dass rund 20% der Fitnessstudio-Besucher schon mindestens einmal anabole Steroide genommen haben. Hochgerechnet wären das über 1 Million Doper. Und diese Zahl steigt täglich weiter. Dabei sind die Gefahren für Gesundheit und Leben gewaltig. Der Herzmuskel selbst kann durch die Anabolika erkranken. Es kommt dann zu solchen Herzmuskelschwächen, die dann eben auch zu Todesfällen führen können. Wir haben Veränderungen im Bereich der Leber. Es können sich Tumoren, gutartige wie auch bösartige Tumoren, entwickeln. Wir haben da ja Paradebeispiel auch im Bodybuilding-Bereich gehabt, wo eben solche Tumoren sich dann auch entsprechend entwickelt haben und geplatzt sind und die Sportler auch dann verblutet sind und dann gestorben sind. Dopingfrei Haus. Über das Internet kann jedes beliebige Präparat ganz einfach bestellt werden. Per Post, LKW und Flugzeug kommen riesige Mengen Dopingmittel nach Deutschland. Und der Markt fordert ständig Nachschub. Das geht tatsächlich in die Tonnen. Das sind wirklich enorme Mengen, die dort auch ja,
im weitesten Sinne vertrieben werden müssen. Es muss richtige Vertriebsorganisationen geben, die auch diese Präparate dann in der Szene verkauft, veräußert, verdealt. Nachts am Flughafen Köln-Bonn. Die Kontrollen werden verstärkt. Der Zoll zieht auffällige Frachtgüter und Pakete heraus. Besonders Lieferungen aus Asien, Amerika und Osteuropa sind verdächtig. In dieser Nacht gibt es nur wenige Funde, aber im Jahr 2006 konnten die Beamten dreimal so viel verbotene Mittel beschlagnahmen wie im Jahr zuvor. Mehr als 1 Million Anabolika-Präparate. Die Dunkelziffer ist enorm. Vermutlich werden weniger als 1% der Mittel überhaupt entdeckt. Anabolika, ein gutes Geschäft, inzwischen fest in der Hand von Drogendealern. Du kannst ruhig auch mal versuchen, die noch mehr reinzudrehen. Dann ist ja noch mehr. Jörg Börjesson kämpft weiter für einen sauberen Sport ohne Anabolika. Doch mit seiner Aufklärungsarbeit steht er weitgehend alleine. Von staatlicher Seite gibt es keine Unterstützung. Stattdessen verschließt man vor dem Problem einfach die Augen. Dann wird der Bizeps breiter, dicker. Unsere Interviewanfragen an das Gesundheitsministerium und die Abteilung Sport im Innenministerium wurden abgelehnt, da sich keine Stelle für zuständig hält. Hier geht es nur um Spitzensportler. Dass sich Doping auch im Freizeitsport ungehindert ausbreitet, scheint niemanden zu interessieren. Obwohl mit einer Lawine von Anabolika-Opfern auch enorme volkswirtschaftliche Schäden drohen. Doch sogar für Studien fehlt das Geld. Also ich sehe keinerlei Bewegung oder Einsichtsfähigkeit in diese Thematik. Ich sehe überhaupt keine Option auf systematische Forschung. Und was viel aktueller ist und was überhaupt nicht zu ignorieren ist, dass unsere Kinder möglicherweise in eine pharmakologische Bedrohung hineinlaufen und kein Mensch hat da Interesse dran oder zeigt jetzt im Moment Interesse an oder ist sich überhaupt der Tragweite im Klaren für diese Dramatik.